Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Ja, wir haben heute mal wieder ein neues Fahrzeug. Down Links natürlich wie unten in der Videobeschreibung. Und ihr dürft es natürlich schon auf dem Thumbnail und im Titel gesehen haben. Und ein Strohhalm nervt mich da gerade ein bisschen. Hau ab. Jedenfalls, wie man die testet, der RG Sandstorm. Also auch wieder so ein Badger- bzw. Gelände-Buggy-Fahrzeug-Dingens. Sieht schon mal lustig aus. Und ich denke, das wird auch lustig. Dafür sind wir auf Budget Hills natürlich passend. Also, wir wollen nochmal gucken. Geht der Lights-Button? Oh, der geht nicht, schade. Hier drin ist er sehr spartanisch gemacht, aber es geht darum, wie er sich fährt. Oh Gott, Chase Camp. Und mal sehen. Also, lassen wir ihn erstmal hier kurz auf den Straßen fahren. Oh. Das war nicht gut. Reifen haben uns erstmal wieder zurückgefedert. Übrigens, bevor jemand fragt, was mit LSPD war ist, ich habe heute alleine eine Stunde oder so versucht aufzunehmen, LSPD war, aber von einem auf den anderen Tag hat sich LSPD war dazu entschieden, nö, ich mag Aufnahmeprogramme nicht mehr. Und somit crasht es. Egal was ich benutze, ich kann Fraps benutzen, ich kann DxStory benutzen, ich kann OBS benutzen, ich kann Shadowplay nicht benutzen, da ich keine Nvidia-Grafikkarte habe. Noch nicht, aber Ende des Monats. Ich werde mir nämlich meine Grafikkarte updaten, eine neue holen. Und, ja, auf jeden Fall. Sorry, ich arbeite dran. Ich versuche es so schnell wie möglich zu fixen, aber ich kann leider auch nichts machen, wenn das Spiel nicht will. Dafür kommt morgen aber die Auswertung des, der Umfrage. Oder Mutter kommt wieder gleich eine Umfrage. Ich weiß, ich baller euch so mit so Umfragen zu. Das war ein sehr tiefer Ton von mir gerade. Männlich. Jedenfalls, oder kommt er? Ich muss mal gucken, ob der Fall kommt. Nee, wahrscheinlich nicht. Egal. Wir werden aber wahrscheinlich am Freitag, nächsten Freitag um 18 Uhr, auf der PC-Version von GTA 5, bei GTA Online, ein kleines Tuning-Treff machen, bei dem wir alle unsere schicksten Autos zeigen und dann werden wir wieder bis rumfahren. Falls ihr sehen wollt, wie das Ganze etwa aussieht, ich habe ein Tuning-Treff bisher gemacht und das findet ihr auch bei mir auf dem Kanal. Einfach mal auf dem Kanal suchen, irgendwie GTA 5 Tuning-Treff oder so. Dann müsst ihr das finden. War auf jeden Fall extrem lustig. Letztes Mal hat mir wirklich gefallen. Und ja, ich hatte ja auch Tuning-Video gefragt. Gestern. Tuning, glaube ich. Und da wolltet ihr es auch alle sehen. Also, ich weiß nicht, wie es hier aussieht bei BeamNG. Wollt ihr GTA 5 Tuning-Event wieder haben? Ein Car-Meet? Dann schreibt einfach mal das in die Kommentare, dass ein Car-Meet wollt. Und vielleicht noch, was für ein Car-Meet. Also zum Beispiel Geländewagen, Supersportwagen, also Hypercars. Zum Beispiel so für Pro T20 oder so, oder American Muscle, was auch immer euch einfällt, JDMs, Standardwagen, Low Budget, Honda Civic Risers, nein, Honda Civic gibt's ja nicht. Das heißt, es gibt Blister Compact, aber. Nee, komm. Also der ist extrem robust, muss ich sagen, hier der Wagen, wie heißt der eigentlich nochmal? RG irgendwas? Ich bin sehr gut vorbereitet, wie ihr merkt. Ja, auf jeden Fall schreibt einfach, wie gesagt, einfach in die Kommentare, was ihr wollt. Und ich denke, ich mache jetzt einfach in nächster Zeit. Ich denke, ich werde mehr Livestreams mit euch machen. Also da kann man ja mal CS spielen, man kann Car-Meets machen, man kann auch mal Need for Speed Car-Meets machen. Man kann vieles machen. Vieles. Man kann Forza-Sachen machen. Okay. Wollen wir hier rechts rein, dann gehen wir auch gleich jetzt Offroad, nachdem wir hier einmal gegengecrashed sind und unser Rad verloren haben. So, einmal reloaden. Und kann man dann jumpen? Oh ja, 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 ja. Einmal hier ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Und dann hinten werden wir den Jump kriegen. So, und... okay, ist ja das Bild aufgeprallt, aber... Ouch. Wir haben noch ein Rad, das müssen wir noch abreißen. Wow. Okay, das ist ein bisschen stabil da dran. Jetzt ist es ab. Gut, jetzt haben wir einen Wagen ohne Räder. Wollen wir nicht mal umdrehen? Komm, danke. So. Und weiter geht's. Offroaden. Hier sieht's doch schick aus, hier durch. Oh Gott. So. Überschlag. Okay, beim Offroaden ist natürlich hier die Chase-Cam ziemlich intens und cool, aber irgendwie macht es nicht gerade einfacher. Oh Gott, Kamera, please. So.
Aber nochmal. Okay. Es ist äußerst schwer hier zu fahren, weil überall kleine Drecksteine sind, die einen einfach umflippen. Und ich mag es nicht, wenn ich umgeflippt werde. Das ist nicht so umwerfend. Versteht ihr? Umwerfend, umflippend. Weil sich der Wagen dreht. Nee. Nee. Nicht nochmal? Okay. Der musste sein, sorry. Okay. Jedenfalls hier hoch. Schafft das hoch? Schafft er den Berg hoch? Das ist die Frage. Schafft er den Berg hoch? Übrigens, nächste Woche, komm. Schaffst du? Du hast den Grip. Okay, du hast nicht den Grip. Aber du hast zumindest die Handbremse, wenn ich auch noch Gas gebe hier vorne, um dich zu halten. Nächste Woche kann sich jeder, der irgendwie Kanaldesigns macht oder irgendwas generell, egal was ihr macht, wenn ihr irgendwas macht, da könnt ihr euch drauf freuen, nämlich ich lade irgendwann mal das 25.000 Abonnenten-Special hoch. Wird mal Zeit, ne? Ist mir gestern so eingefallen oder vorgestern so. Habe ich ja noch nicht gemacht. Wird mal Zeit jetzt bei 35.000. Ach, die 10.000 dazwischen ist doch immer Peanuts mittlerweile. Ja, gut. Ja, und das Roadmap-Video musst du noch machen. Und die Wunschfolge wie mit dir. Ich weiß. Kommt runter, bitte. Wenn ihr mich mit irgendwelchen Mistgabeln erschlagt, dann kann ich keine Wunschfolgen mehr machen. Also, bleibt weg von meinem Haus mit den brennenden Gabeln. So, und jetzt hier Wunder. Großer Jump, komm. Wollen wir dich mal ein bisschen weiter fliegen lassen? Das war wieder ein sehr schönes Geräusch. Puh, tschüss, zwei Reifen. So, okay, komm. Stopp. Schön, dass ein Reifen kaputt gegangen ist. Deflated. Ah, komm. Au, ja. Da, machst du wunderbar. So, au, nein, au. Okay, komm. Beruhig dich. Perfekt. So. Okay. Oh, wäre das. Hätten wir das geschafft. Hätten wir da jetzt eine Umdrehung gemacht, einmal einen Flip, dann. Oh Gott, das wäre geil gewesen. Und jetzt. Ah! Nate. Okay, alles gut. Kannst du fahren? Kannst du fahren? Das ist die Frage. Nein, du kannst nicht fahren. Das reicht ihm nicht. Schade. Okay, wollen wir uns wieder alle vier Reifen holen? Also alle vier Räder, denn wir, uns fehlt hier nicht nur der Reifen. Dann wollen wir hier rein. So, upsala. Okay. Dann hier entlang hoch. Einmal jumpen. Oh, puh. Aber die bouncen schön, die Räder. Aber das Problem ist, dass der uns hier ziemlich schnell kaputt geht auf der Map. Naja, auf zwei Rädern fährt sich auch gut. Wenn man nur auf einer Seite fährt und nicht die anderen Seiten auf dem Boden hat. Guck mal, ich nochmal drehen. Oder dich einmal auf den Boden slammen. Oder nochmal auf den Boden slammen. Also stabil ist dieses Monocockteil schon, weil, ich sehe gerade, da sind ja hier die Springs. Das ist ja cool. Komm. Dreh dich. Nein. Aus. Böse. Danke. Wenn wir dich jetzt da runter drücken, dann müssten wir doch sehen, wie die zusammengehen, oder? Ja, ist das natürlich cool. Oh, das wird zu viel. Oh Gott. Ah, schade. Nein, es fliegt weg. Oh, nice. Das will ich ja gar nicht. Okay, schlagst du gegen... Schlagst du gegen Otto. Ich dachte, er schlägt jetzt gegen den Berg, aber wir knallen hier gleich auf. Sehr angenehm innen drin, wie ihr seht. Chasecam spielt auch ganz verrückt. So. Wobei die Chasecam ist, glaube ich, beim Fliegen ganz geil. Also da kann ich mir die ziemlich cool vorstellen. Wobei, wie gesagt, hier beim Offroaden, da hat die... Also ich finde es jetzt nicht unbedingt praktisch, aber sie sieht einfach cool aus beim Offroaden. Also ich hätte eben so ein bisschen mit dem Wagen mitbewegt und einfach das Offroad-Feeling besser rüberbringt, als wenn man jetzt hier so... Boom, macht. Weil damit sieht es nicht so intens aus, wisst ihr? Da brauchen wir die Spannung am Steigen. Wir brauchen hier die Spannung am Steigen. Das macht auch sehr viel Sinn, mal wieder. So. Okay, wir wollen hier nochmal entlang zurück auf die Straße. Wir müssen dahin halbwegs schaffen. Ja, wir sind auf der Straße. Alles gut. Okay, man fährt also besser mit nur einem angetriebenen Rad. Und der hat, glaube ich, einen Vorderantrieb, oder? Es sah eben so aus, als hätte er einen Vorderantrieb. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, das kann nicht sein. Jedenfalls ist es besser. Okay, bei Allrad macht es Sinn, aber bei Frontantrieb hätte es keinen Sinn gemacht, wenn man
besser fährt, wenn vorne, wenn hinten ein Rad, also wenn vorne ein Rad fährt, als wenn hinten ein Rad fährt. Aber nee, da wird schon ein Rad haben. Wäre etwas sinnlos, wenn ein frontgetriebener Offroad-Wagen beziehungsweise nicht so sinnvoll wie ein Allrad. Jedenfalls, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ob es gefallen hat, down the link zu dem RG Sandstorm, so wie es ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Denkt dran, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, ob ihr ein Tuning-Treffen machen wollt. Dieser Strohhalm stört mich echt richtig, weil der mir genau im Gesicht hängt, ne? Ob ihr ein GTA 5-Tuning-Treff haben wollt, denkt dran, PC wäre Freitag um 18 Uhr, beziehungsweise ab 18 Uhr. Und ja, was dann ihr für eine Autokategorie ihr haben wollt. Ja, auf jeden Fall. Morgen kommt auch noch die Umfragen, Analyse, Auswertung, Gedöns. Ich werde mich zu schon ausgefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. IGCG. Ciao.